eine junge Sängerin aus der Schweiz zu begrüßen, oder? Ja, und ich kann euch sagen, diese junge Sängerin, die zittert jetzt hinter der Bühne ihrem ersten großen Auftritt in einer Eurovision-Show entgegen. Und liebe Linda, sie hört uns jetzt hinter der Bühne. Wir wissen, dass du auf dem Land aufgewachsen bist, in einem kleinen Ort, in Bänken in der Schweiz. Und der ganze Ort drückt dir jetzt ganz fest die Daumen, sogar die Gemeindepräsidentin. Und die hat extra für Linda noch eine kleine Videobotschaft geschickt. Und die schauen wir uns mal an. Eine kleine Überraschung für sie. Guck mal. Hallo, liebe Linda. Wir sind alle ganz schön stolz, dass du in der beliebten Sendung von Florian Silbereisen in unserem Nachbarland Deutschland dabei sein darfst und singst. Und wie du ja auch weißt, weiß Bänken immer ganz genau, wo du singst und wo du deine Auftritte hast. Und so ist es auch heute Abend. Liebe Linda, wir sind sicher, du wirst diesen Auftritt toll meistern. Dabei drücken wir dir ganz fest die Daumen und sind unendlich stolz. Toi, toi, toi und bis bald. Ciao. Sehr schön, ne? Und jetzt holen wir unsere Schweiz-Fähnchen raus und heißen sie hier auf der Bühne willkommen. Hier ist Linda Fay. Die Tasse Kaffee und auch das Glas Wein trink ich noch immer gerne mit dir. Schau mal herein, ruf vorher kurz an und lad dich ruhig ein. Wenn es kein Umweg für dich ist, schau mal herein. Was immer ich tue, wo immer ich bin und was auch passiert, ich weiß doch zu dir, da könnte ich hin. Und gibt es für mich ab und zu ein Problem, dann habe ich jemand, der kann nicht nur reden, der kann auch verstehen. Und wenn wir uns sehen, ist es immer noch schön. Tasse Kaffee und auch das Glas Wein trink ich noch immer gerne mit dir. Schau mal herein, ruf vorher kurz an und lad dich ruhig ein. Denn es kein Umweg für dich ist, schau mal herein. Firma bei dir, da seh ich noch Licht. Komm einfach herauf und leg deine Sorgen bei mir auf den Tisch. Ich finde das gut, ich finde es schön. Warum soll man sich denn nach so vielen Jahren nicht auch noch verstehen? Wenn man sich gut kennt, auch wenn kein Feuer mehr brennt. Die Tasse Kaffee und auch das Glas Wein trink ich doch immer gerne mit dir. Schau mal herein, ruf vorher kurz an und lad dich ruhig ein. Wenn es kein Umweg für dich ist, schau mal her.